Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Van-Ausbau-Video von mir. Mein Name ist Dennis und ich baue inzwischen bereits meinen dritten Campervan aus und mit diesem werde ich im noch nicht fertig ausgebauten Zustand zusammen mit meiner Freundin schon in wenigen Wochen durch Europa touren. Wir haben den Plan, dass wir den Campervan unterwegs fertig ausbauen. Bisher haben wir Fenster eingebaut, das Fahrzeug gedämmt, den Boden eingebaut. Zu all diesen Themen gibt es auch bereits Videos und hier oben in der Ecke verlinkt findet ihr die Playlist mit allen Videos zum Ausbau. Und damit das Fahrzeug so langsam aber sicher reisetauglich wird, muss natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache her und das ist, wie ihr im Titel schon gelesen habt, das Bett. Und auch wenn das Bett sehr, sehr wichtig ist, heißt das noch lange nicht, dass das Bett schwer zu bauen ist, denn ich habe dafür eine sehr, sehr einfache Lösung, die ich euch heute vorstellen werde. Für diejenigen, die meinen letzten Van-Ausbau auch schon verfolgt haben, wird es nicht so neu sein, aber trotzdem mache ich es diesmal ein bisschen anders als beim letzten Van. Noch einfacher vor allem und ja, ich denke, das kann jeder in einer halben Stunde nachbauen, wenn er die nötigen Sachen dafür da hat. Naja, sagen wir mal eher, man kann es in 2 bis 3 Stunden nachmachen, wenn man alles dafür da hat. Und wenn noch ein paar Komplikationen dazukommen, dann werden es eher 5 Stunden. Eine kleine Vorarbeit habe ich schon geleistet, denn ich habe im Van schon Holzbalken links und rechts an die Holme dran geschraubt. Und zwar mit Nietmuttern und mit Gewindeschrauben. Herzlich willkommen vom Vergangenheits-Ich. Der erste Schritt ist jetzt, dass ich hier diese 2 Ösen rausschraube. Da braucht man einen Torx 40, den habe ich gerade extra im Baumarkt gekauft. Gleich 3 davon, weil es ihn nicht einzeln gab, für 5 Euro. Jetzt kann ich die aber rausschrauben, am Boden genauso. Ich bin nämlich eigentlich gerade dabei, hier den Boden zu machen, die ganze Unterkonstruktion und danach dann die Dämmung. Wenn die 2 weg sind, dann werde ich in diese 5 Löcher insgesamt jeweils eine M8 Nietmutter einsetzen. Und zwar mit dieser Nietmutternzange hier. Für M8 Nietmuttern muss man schon ziemlich fest drücken, da braucht man schon ziemlich viel Kraft, aber die halten natürlich auch entsprechend. Und dann habe ich für jede Seite jeweils 5 Schrauben gekauft, eben auch M8 Gewindeschrauben mit so einem 6-Kant-Kopf und damit wird dann später hier das Holz angeschraubt. Ich habe 24x44 mm Holzlatten. Das alleine wäre ein bisschen wenig, aber ich schraube da quasi 2 direkt übereinander. Die erste ist dann wirklich hier direkt dran am Blech und die zweite ist, also ist halt quasi drauf, die Schraube geht komplett durch und die zweite geht dann hier vorne noch dran vorbei, weil hier ist so ein Versatz drin von ungefähr 2,5 cm, das passt also ziemlich genau. Und dann geht eben die vordere Holzlatte hier noch vorbei bis nach vorne, bis eben zu dem Punkt, an dem das Bett auch später ausgezogen enden soll. Auf der anderen Seite genauso, jetzt geht es erstmal los mit diesen Ösen und Nietmuttern einsetzen und dann Holz zuschneiden und dann schraube ich das schon mal alles provisorisch an. Und diese Holzbalken werden später sozusagen als Führung unseres Betts dienen, denn das ganze Bett wird ausziehbar sein. Willst du auch was in die Kamera sagen? Ja, da hinten ist die Kamera. Ja genau, hinter dir. Ja, und das, was hier am Boden liegt, ist tatsächlich schon alles, was ich für den Bau des Betts benötige. Und jetzt würde ich sagen, ich fange mal ein bisschen zum Schrauben an und dann zeige ich euch, was ich da gemacht habe. So, kurz für euch zur zeitlichen Einordnung, das waren jetzt 45 Minuten und eigentlich ist das Bett jetzt schon fast fertig, aber richtig fertig machen wir es morgen erst. Ich zeige euch aber kurz, was ich jetzt hier gemacht habe. Und zwar in der Zwischenzeit, während ich das immer trocknen lassen habe, habe ich diesen Rolllattenrost einfach abgeschnitten. Also da waren hier halt immer so Bänder dran, weil es eben ein Rolllattenrost ist. Und der war mit so Bändern verbunden. Ich brauche aber die einzelnen Latten so, weil das dann später ja ausziehbar wird und das wird nicht funktionieren, wenn da diese Bänder im Weg sind. Deswegen habe ich die einfach mit einer Schere abgeschnitten und zwar bei allen von diesen Latten. Ja, und worauf ich gewartet habe, war immer, dass der Leim trocknet, denn ich habe jetzt an diese Latten hier, das sind 18x35 Latten, habe ich auf die Unterseite jeweils eine 10x10 mm Quadratleiste dran geleimt und diese 10x10 mm Quadratleiste bewirkt, dass das Ganze genau in die Nut des Aluprofils reinpasst, weil auch diese Nut ist halt 10 mm groß. Das heißt, ich kann das Ganze jetzt einfach hier draufstecken, muss natürlich schauen, dass die Links-Rechts-Ausrichtung einigermaßen passt. Ich habe die Holzlatten so zugeschnitten, dass sie ziemlich, also ungefähr 1 cm kürzer sind als die Aluprofile. So, die sind ein bisschen verzogen, deswegen geht es recht streng rein. Aber das hat auch den Vorteil, dass die jetzt einfach halten, wenn ich sie da reingesteckt habe. Das Aluprofil ist ein 40x40 mm Aluprofil B-Typ NUT 10.
habe ich gekauft bei aloprofile24.de. Keine Werbung, gibt es nur in ein paar wenigen Online-Shops. Und ja, da habe ich die gekauft, auch für meinen Dachträger. Und Aluprofile haben halt den Vorteil, dass sie ja ziemlich klein sind, relativ leicht. Also klein im Sinne von Durchmesser und trotzdem sehr stabil. Und die eignen sich eben, dass man die von links nach rechts im Van reinlegen kann und dass man keine Stützen mehr in der Mitte benötigt und das Ganze trotzdem stabil genug ist. Und der Sinn von diesen Latten, die ich jetzt hier drauf gemacht habe, mit dieser Quadratleiste, ist ganz einfach, dass man hier drauf jetzt ganz easy die Latten vom Lattenrost draufschrauben kann. Natürlich könnte man die theoretisch auch direkt am Aluprofil befestigen, aber das ist nicht ganz so einfach. Also ist schon auch einfach, aber dann braucht man wieder entweder Hammermuttern fürs Aluprofil oder Nutensteine und dann halt Gewindeschrauben. Und so kann ich jetzt einfach mit ganz normalen Spax-Schrauben das Ganze hier reinschrauben mit einer Senkkopfschraube. Das heißt, es wird dann auch eine schön glatte Oberfläche und die Schraube steht nicht mehr nach oben raus. Da kommt ja später die Matratze drauf und die würde sich dann aufreiben, wenn da Schrauben rausstehen. Deswegen ist es dann schöner, wenn es eine schöne Ebene ist. Ja, und so braucht man halt, wie gesagt, einfach gar kein Sondermaterial, sage ich jetzt mal, außer die Aluprofile selbst. Aber alles Weitere kriegt man dann im Baumarkt. Beziehungsweise den Lattenrost habe ich online bestellt. Könnte man natürlich sich auch einfach selbst zuschneiden aus einer Multiplexplatte, einfach diese Streifen zuschneiden, aber ich wollte mir die Arbeit einfach sparen. Deswegen habe ich diesen Lattenrost online gekauft, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Aluprofile habe ich ja schon gesagt, wo ich die her habe und alles andere ist dann einfach aus dem Baumarkt. So, und jetzt kann das Ganze eigentlich im Van eingebaut werden und das zeige ich euch dann morgen. So, wir sind jetzt wieder am Van und jetzt zeige ich euch erstmal, was wir hier gemacht haben mit diesen Holzlatten, die wir hier seitlich angebracht haben. Und zwar habe ich unter diesen 5 Schrauben, die ihr sehen könnt, beziehungsweise hier am Holm vom Auto, da waren schon Löcher drin und da habe ich Nietmuttern eingesetzt. Dann hat man einfach ein Gewinde quasi im Blech, ist sehr, sehr praktisch. Ja, und dann habe ich einfach 2 Holzlatten genommen, das sind 24x44 Holzlatten, die ich halt übereinander geschraubt habe, Löcher komplett durchgebohrt und dann mit ganz langen Gewindeschrauben diese Holzlatten hier angeschraubt. Das Ganze ist an sich auch stabil genug. Ich glaube, wenn ich da jetzt noch große ich weiß immer nicht, ob es Beilag oder Beilegscheiben heißt. Beileg heißt es. Egal, ihr wisst, was ich meine. Solche Scheiben auf jeden Fall. Wenn man die noch benutzen würde und das dann richtig fest anschraubt, dann hätte das, glaube ich, eine sehr gute Stabilität. Ich habe die Schrauben aktuell nur mit dem Finger angezogen. Da hat es nicht so eine gute Stabilität. Aber trotzdem habe ich auch ein bisschen, ja, da wird nichts kaputt gehen. Aber man merkt es trotzdem auch jetzt, wenn man das hier belastet, dann biegt sich so ein bisschen ganz minimal auch das Blech von dem Holm mit. Deshalb habe ich beschlossen, wir machen noch Stützen nach unten, auf beiden Seiten natürlich. Also ist eh klar, das Bett kommt ja quer rein und wird hier ausziehbar sein. Das heißt, auf beiden Seiten findet ihr diese Holzlatten an der Wand. Ja, und dafür habe ich einmal diese 45x45 Latte gekauft. Die kommt hier hinten drunter und ganz vorne kommt noch eine schmalere, so eine 18x35. Ja, ist eigentlich egal, was die für eine Stärke hat. Nur vorne habe ich mich für eine schmalere entschieden, dass es da nicht so weit in den Raum reinsteht, weil ich noch nicht genau weiß, wie unsere Wandverkleidung da aussehen wird. Und da ist es tendenziell besser, erstmal schmaler zu bleiben. Und wenn es ist, kann man ja immer noch was drauf machen, um dann ja, die Wandverkleidung irgendwie schön bündig da dran zu kriegen. Mit den Stützen mache ich mir dann gar keine Sorgen mehr, dann wird es auf jeden Fall mehr als stabil genug. Und in der Mitte brauchen wir eben gar keine Stützen mehr, weil das die Aluprofile quasi einfach, ja, die sind halt in sich einfach stabil genug. Wir haben da vorne auch unsere Latten vom Lattenrost, die ich ja auch schon soweit vorbereitet habe. Die müssen wir jetzt aber noch zuschneiden. Dafür legen wir uns jetzt die Aluprofile hier mal quer rein. Überlegen uns das Ganze, wie lang die Latten genau sein sollen. Wir werden die wahrscheinlich auch noch hinten ein bisschen überstehen lassen, aber das zeigen wir euch dann noch und was das für einen Grund hat. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Der erste Versuch, wir ziehen es aus. Du hältst es. Ja. Gut. Ah, du darfst natürlich nur am vorderen ziehen. Ja, ich ziehe nur am vorderen. Hä?
Irgendwas passt nicht. Okay. Okay, das Problem ist wahrscheinlich dadurch, dass wir alles extra überstehen lassen haben und alles fest angeschraubt haben, dass da jetzt einfach zu viele Spannungen, also zu viel Reibung sozusagen, zwischen zum Beispiel dieser Latte hier und der Holzlatte unten drunter. Da entsteht ja hier jetzt quasi so eine Reibespannung auf dieser Fläche, weil es hier eben fest angeschraubt ist. Deswegen lockert jetzt Alisa alle Schrauben noch mal ein bisschen und dann sollten wir es theoretisch ausziehen können. Mal gucken. Part 1, Take 2. Jetzt. Ui. Ja, okay, dann lag es daran. Ui, ui, okay. Aber ich weiß, wie wir das lösen können. Wir müssen einfach überall zwischen Holzlatte und die Latte noch Beilegscheiben machen. Na dann, ab zum Baumarkt. Oh yeah, wir sind wieder zurück aus dem Baumarkt und haben jetzt eine richtig gute Lösung, die ich euch dann gleich präsentieren werde. Ziehen Sie du es hältst aus. Es fest. Ja. Das geht jetzt richtig smooth. Oh yeah. Cool. Oh yeah. Bis Geil. Zum Anschlag. So, wir haben es geschafft, unser Problem ist gelöst. Das haben wir jetzt gelöst, indem wir überall zwischen diesen Holzlatten und diesen Latten, die auf dem Aluprofil drauf sind, Muttern gemacht haben. Einfach ganz normale M6 Muttern. Das Gewinde musste jetzt ja gar nicht mit den Schrauben zusammenpassen. Das Loch musste einfach nur groß genug sein, dass diese Holzschrauben hier durchgehen. Und die Mutter ist einfach ein Abstandshalter zwischen dieser Latte und den Latten des Lattenrosts. Dadurch ist jetzt das Ganze hier so ein bisschen ja, schwebend, sage ich mal. Also die Latten sind halt alle ein Stückchen höher. Das heißt, selbst wenn wir es jetzt zusammenschieben, entsteht hier keine Reibung mehr zwischen den Holzlatten. Das hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, dass wir dieses Problem haben werden, aber so ist es halt immer. Man denkt sich irgendwas aus und erst beim Umsetzen merkt man, okay, das klappt gar nicht unbedingt an allen Stellen, so wie man sich das gedacht hat. Aber damit ist das Problem jetzt gelöst. Außerdem habe ich hier überall noch die Stützen verbaut, also quasi 4 Stück. Einmal ganz vorne 2 und hier hinten eben 2, sodass das Bett jetzt auch noch besser gestützt ist, was ich vorher ja schon erklärt hatte. Das ist jetzt auf jeden Fall auch richtig gut, weil jetzt, wenn man hier das Aluprofil belastet, also ihr seht schon, das Aluprofil geht ein bisschen runter, wahrscheinlich so, ja, höchstens 1 Zentimeter, würde ich sagen. Ja, und dann ist halt das Ganze hier einfach noch nach unten zum Boden hin gestützt. Wie gesagt, das Aluprofil bewegt sich bestimmt hier so, ja, ich weiß nicht, 5 bis 10 mm nach unten, wenn man es halt belastet, punktuell. Aber später werden hier die Matratzen noch drauf sein, die verteilen das ganze Gewicht auch nochmal und... Ja, es wäre an sich auch auf jeden Fall stabil genug. Es ist nicht so, dass das jemals brechen würde. Ich habe das mal getestet, habe es auf so eine Distanz hingelegt und wirklich mit voller Last auf einen Punkt in die Mitte so drauf gewippt mit meinem Gewicht. Und das hat auf jeden Fall auch gehalten. Das bewegt sich dann schon, aber niemals wird es brechen. Also es ist auf jeden Fall stabil genug, das Ganze. Außerdem habe ich jetzt noch was gemacht, was ich euch auch noch zeigen möchte. Das dient einmal dazu, dass das vordere Aluprofil, das übrigens ein Stück kürzer ist als die anderen drei, dass es überhaupt an diesen zwei Holmen vorbeikommt, also einmal der hier und der auf der anderen Seite. Dafür muss es natürlich ein bisschen kürzer sein und da habe ich jetzt was gemacht, dass es eben nicht runterfallen kann. Also quasi so eine Führungsschiene, die auch gleichzeitig noch dazu dient, dass der hintere Teil vom Lattenrost nicht nach vorne rutschen kann, sondern immer hier hinten in seiner Position bleibt. Dazu nehme ich jetzt die Kamera in die Hand und zeige es euch von drin. So sieht das Ganze jetzt hier innen drinnen aus. Ich bräuchte jetzt ein weitwinkligeres Objektiv, um euch zu zeigen, wie viel Platz hier trotzdem noch ist, auch wenn das Bett ausgefahren ist. Immer wieder dran denken, das ist ein L1 Ducato. Der ist sehr, sehr kurz, aber trotzdem geht es wirklich voll klar. Das Bett ist ausgefahren, die Sitzbank wird auch bis unter das Bett, bis zu der Stelle quasi gehen. Und dann kommt hier die Küche hin, vielleicht bis hier. Da bleibt wirklich noch locker so viel Spalt, dass man da auch bei ausgezogenem Bett noch komfortabel stehen kann und sich hier in diesem Streifen so bewegen kann. Jetzt aber zurück zum Thema. So sieht das Bett ausgefahren hier drin jetzt aus. Hier vorne seht ihr auch die Stütze nach unten, die das Ganze stabilisiert. Das eben auch hier vorne, dass der Teil hier von dieser Latte, der ist da hinten ja nur angeschraubt. Da hinten ist die letzte Schraube und hier vorne gar nicht mehr. Deswegen hier ganz wichtig natürlich diese Stütze, dass hier auch die Last gut aufgenommen wird. Ja, und jetzt habe ich hier außerdem noch dieses Stück der Holzlatte, also ein neues Stück der Holzlatte, oben drauf gemacht nochmal. Wie gesagt, einmal als Führung für dieses Aluprofil hier. Wenn man das hier nach hinten schiebt, ist das quasi die Führung, dass es da nicht rausrutschen kann, also dass es nicht zu weit in diese Richtung geht, weil dann wird es auf der anderen Seite runterfallen, weil eben das vordere Aluprofil, wie gesagt, schmaler ist, kürzer ist als die drei hinteren. Und außerdem hat diese Holzlatte noch den Vorteil, dass jetzt dieses Aluprofil, das zum hinteren Lattenrostteil gehört, nicht weiter nach vorne rutschen kann, als es soll. Also die fixiert das hier und ist gleichzeitig die Schiene für dieses Aluprofil. Genau,
so sieht's aus. So sieht das jetzt im eingefahrenen Zustand aus und das beste Feature habe ich euch noch vorenthalten. Und zwar haben wir hier extra so eine Aussparung gemacht bei den Latten, weil die anderen stehen wie gesagt über, dass wir mehr Matratzenauflagefläche haben. Hier haben wir extra eine Aussparung gemacht, dass man hier auch noch an den Griff drankommt, um dann die Tür zu öffnen. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist das hier wirklich die beste, einfachste, praktischste Lösung für ein ausziehbares Querbett im Campervan. Weil wir haben hier unten drunter den kompletten Platz, man kann hier alles machen, was man möchte. Also man braucht einfach nur diese eine Ebene, man kann es zusammenschieben und hat dann quasi gar keinen Platzbedarf mehr dafür. Finde ich wirklich richtig, richtig gut. Wie gerade schon gesagt, werden wir zwei Matratzen drauf machen nebeneinander und dann einfach tagsüber die vordere Matratze hinten drauflegen. Dabei muss man berücksichtigen, wenn man hier hinten in den Hecktüren Fenster drin hat, dann wird natürlich ein bisschen vom Fenster damit blockiert und das will man eigentlich nicht unbedingt. Bei uns ist das Bett jetzt relativ niedrig drin, halt auf der Höhe von diesen Holmen hier im Ducato. Man könnte das auch höher oder tiefer theoretisch machen, da muss man sich halt irgendwie eine Schiene, sage ich mal, am Rand hinbasteln. Aber grundsätzlich bietet es sich natürlich an, da die Holme zu nutzen, dass man eben da einfach, wie wir es jetzt hier gemacht haben, die Latten reinschrauben kann und das Ganze als selbstgemachte Schiene sozusagen benutzt. Ach ja, und ein Punkt noch, wir werden die Holzlatten auch noch mit Filz beziehen, sodass dann die Aluprofile nicht direkt auf dem Holz aufliegen, sondern halt auf Filz, dass man es einerseits noch entspannter und schöner ausziehen kann und auch, dass es bei der Fahrt nicht irgendwie quietscht. Dadurch, dass dann das Alu direkt auf dem Holz ist, wenn sich das dann bewegt, könnte das natürlich quietschen anfangen. Bei der Höhe des Betts sollte man natürlich auch noch berücksichtigen, dass man sich eventuell auf das Bett auch hinsetzen möchte, was hier jetzt auf jeden Fall noch geht. Da kommt natürlich noch Matratze drauf, ich glaube 10 cm hat die nur. Das geht aber trotzdem auf jeden Fall. Wenn das Bett höher ist, könnte es beim H2 dann schon eng werden, beim H1 natürlich sowieso. Jetzt aber von meiner Seite vielen Dank fürs Anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir wie immer sehr gerne einen Daumen nach oben da. Das ist für mich sehr wichtig für meinen Kanal, also würdet ihr mir damit einen großen Gefallen tun. Danke dafür. Schreibt mir auch sehr gerne einen Kommentar. Falls noch nicht geschehen, abonniert natürlich den Kanal, das ist das Allerwichtigste. Und dann sehen wir uns im nächsten Ausbauvideo wieder. Und ja, sieht doch jetzt schon langsam nach dem Wohnmobil aus. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.